Lukas, bin 30 Jahre alt und Gründer von Deli Burgers. Deli Burgers gibt es jetzt schon mittlerweile ein gutes Jahr in Karlsruhe. Wir machen auch Burger, wie so viele andere es auch machen. Wir machen so ein paar Sachen anders und da will ich gleich drauf eingehen. Für mich ist ein ganz wichtiger Punkt die Transparenz. Ich habe mich lange vorher mit dem Konzept beschäftigt, habe mir ganz viel Zeit genommen, Burger auch zu testen. Das war eine ganz, ganz schöne Geschichte. Wenn man das so ein bisschen als professionell betreiben darf nebenher, ist es immer eine gute Ausrede, in anderen Städten Burger zu essen. Ich habe euch ein kleines Porträt mitgebracht. Ich werde nicht dazu kommen, alles zu erzählen. Freue mich deswegen, wenn es sicherlich gleich am Stand noch zu ein paar Gesprächen kommt. Bei uns ist ein ganz wichtiger Punkt neben der kleinen Karte und dass wir wirklich bis auf das Brötchen alles selbst machen, unsere Lieferanten. Dafür habe ich mir ein Jahr Zeit genommen, wirklich Lieferanten aus der Region zu finden, die die Qualität, aber auch die Menge liefern können, bei der wir mittlerweile angekommen sind. Und da fängt es bei mir, bei einem ganz wichtigen an, dem Star des Burgers, das Fleisch. Da bekommen wir das Fleisch von der Metzgerei Glasstädter. Die sitzt 20 Autominuten entfernt im wunderbaren Schwarzwald. Und wer den Bernd kennt, weiß, er ist ein kleiner Freak, aber sicherlich im ganz, ganz Positiven. Also mit ihm über die richtige Zusammensetzung des Fleisches zu sprechen, dass es wirklich nur von Fersen kommt, dass es nur bestimmte Teile vom Rind sind, mit einem definierten Fettanteil. Und dann mal in seiner Reifekammer zu sitzen und seine Schinken zu probieren, ist echt ein Genuss. Der bekommt wiederum einen Großteil seines Fleisches vom Hedwigshof als Beispiel, wirklich aus der Region. Unser Bäcker ist ein Karlsruher Handwerksbäcker, der mit einem regionalen Korn unsere Brioche-Buns backt. Ein Hochgenuss, unsere Fritten machen wir wirklich jeden Morgen selbst, so wie auch das Fleisch, das habe ich noch vergessen. Wir wolfen es jeden Tag bei uns im Laden, sodass wir wirklich Medium, Englisch beruhigt anbieten können. So machen wir dann auch unsere Pommes, frisch aus einer Pfälzer Kartoffel, bieten dazu selbstgemachte Soßen. Wir machen wirklich unser Ketchup, was wir selbst kochen, unsere Mayonnaise, unsere Gurken und Zwiebeln, die wir selbst einlegen, unseren Eistee, den wir selbst kochen, unsere Relish. Das ist schon richtig, richtig viel Arbeit, aber das machen wir gerne, auf dass wir unsere Gäste wirklich glücklich kriegen. Wo soll es hingehen im nächsten Jahr, beziehungsweise im jetzt noch frischen Jahr? Das ist sicherlich eine Steigerung des Umsatzes, sodass wir auch wirtschaftlich gut dastehen. Wir machen jetzt mittlerweile die Lieferung mit einem Partner zusammen. Wir machen Caterings vor Ort in genau der Qualität, die ich euch gerade beschrieben habe. Und dann freue ich mich jetzt auf ganz viele Fragen. Dankeschön.